Take those four chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is that what you're saying? Yeah. Fuck off. Oh, yeah. Fuck off, Chicken Little. Chicken Little. Just listen. Drei, zwei, eins. Moin und hallo, Tadantosch. Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction von mir, dem Hannes, auf YouTube. Wir gucken heute zwei Videos sogar. Und einmal die Axis of Awesome Four Chord Songs. Und danach alle Fehler in Yu-Gi-Oh! Staffel 1 in den Fillern. Wir haben schon mal von der gesamten Staffel 1 das geguckt. Das war das hier oben. War sehr, 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 sehr witzig. Und er hat jetzt eins zu den Fillern gemacht. Das gucken wir danach. Weil die beiden Videos nicht ganz lang sind, schmeißen wir die zusammen. Weil für ein Video ist das alles jeweils zu kurz. Ich schere dir noch vielleicht kurz vorher den... Danke, wäre ein Traum. Den Screen. Obwohl, das müssen wir demnächst auch nicht mehr machen. Denn es gibt ja jetzt bei Dingens diese wunderbare Funktion des Watch Togethers implementiert in Dingens. Muss ich mich bis nächstes Mal zusammensetzen, wie das geht. YouTube oder was oder wo oder wie? Ja, ja. Als wir die ersten Reactions gemacht haben, hatten wir eine Internetseite. Und das ist jetzt, das gibt's jetzt als Add-on quasi für Discord. Dass man das in Discord gucken kann. Cool. Da muss ich aber nochmal gucken, wie das mit meinem Sound und all sowas funktioniert. Aber ja. So, dann machen wir dich wieder auf Vollbild. Cool. Und dann, ich lass das mal, also wir machen es ein bisschen größer, aber das ist halt in 240p. Deswegen lassen wir es jetzt in so klein. Und ja, es geht auch mehr drum, was man hört, als das, was man sieht. Let's go. Hilfe, ist es laut. Aua. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Jordan. I'm Lee. And we are the Axis of Awesome. And I'm Benny. Yeah, we've been a comedy rock band for close to 40 years now. And all that time, we've never had a hit. But you guys know why. Because we never wrote a four-chord song. What's a four-chord song, Benny? Well, if you want all the greatest hits from the past 40 years, just use four chords. Same four chords for every song. It's dead simple to write a pop hit. Just four? Yeah, four. Here. One, two, three, four chords. Sorry, let me get this straight, Chicken Little. What you're trying to say is you can take those four chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is that what you're saying? Yeah. Fuck off. Oh, yeah. Fuck off, Chicken Little. Chicken Little. Just listen. Do you recognize this? Yeah, that is Don't Stop Believing by Journey. Very original. There's a few more song. That fit. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. Well, that's just two songs that are similar. That's forever not young. Three I songs. Wanna be forever young. Schmutz. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending. No love, no hope, no glory. No okay. Ein paar mehr vielleicht Songs. Ich hasse die Popkultur auf einmal. Ich hasse sie so sehr. Und damit machen die Millionen und Milliarden, ne? Ja. Ach komm, halt's Maul. Halt's Maul. Gut. Oh, lass uns einen fucking Song machen, Hannes. Ja, ich weiß, welche Akkorde wir nutzen. Das Ding auch vor Chords an. Okay. Machen wir kurz Stopp. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber Ed Sheeran hatte ja einen Rechtsstreit wegen einem seiner Lieder. Nee.
weil er wohl ein Chor, also eine Variation an Chords benutzt hat, die wohl in einem älteren Video sind. Und er hat wohl, also die Kommentare von dem Video sind gefühlt voll von Ed Sheeran, hat das bei seiner Gerichtsverhandlung gezeigt und all sowas. Und er saß auch einmal in einer Dingens, wo, in einer Morningshow, und hatte halt eine Gitarre dabei und er hat gesagt, ich zeige euch jetzt die vier Akkorde, die ich spiele, ihr sagt einen Song, ich spiele die Akkorde und es funktioniert einfach, weil du diese vier Akkorde halt nicht patentieren kannst, weil da wird jeder Song geschrieben wird, gefühlt. Krass. Ja, und du kannst irgendwie mit diesen vier Chords kannst du irgendwie 196 Lieder oder sowas machen. Alter. Und wahrscheinlich 196 Top 10 Lieder. Ja, hier sind auch in der Videobeschreibung sind auch die alle singen werden, sind auch alle hier drin. Ne? Gott. Aber warum checkt man das so nicht? So, das ist halt, ich war today years weil old. Weil ich glaube, das Ding ist halt, weil das sind diese vier Chor-Sachen, aber die werden halt immer wieder gemixt. Die werden dann mal so in der Reihenfolge gespielt, mal so in der Reihenfolge gespielt. Ja, deswegen. Das ist schon klar, aber es sind halt nur vier. Wenn du das jetzt gesagt hättest, bei 40 die Running macht, wäre okay. Aber es sind halt vier. Wie dumm ich bin. Das ist wirklich, wir sollten Musiker werden. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ja. Nicht dein Ernst. Oh, ist das schlimm gerade. Wirklich, das ist alles, was du jemals im Radio gehört hast. Ah. Ja, es tut so weh. Kannst du Erfolg haben, wenn du andere Chords spielst? Anscheinend nicht. Nein. Dann lass mich. Was ich mich ja jetzt frage ist, hat Dieter Bohlen jemals so einen Song geschrieben? Hat er jemals einen anderen Song geschrieben, sollte die Frage sein. Stimmt eigentlich. Ich fühle mich gleichermaßen erleuchtet und sehr dumm. Ja. Lady Gaga auch? Nicht Lady Gaga. Legenden, die Jungs. Mein Leben fällt in sich zusammen. Themen, die sich eigentlich nicht diese ganzen Menschen wieder ernsthaft machen. Es ist... Ich würde jetzt sagen, ich hasse jeden, der diese vier Chords nutzt, aber dann gibt es halt keinen mehr, den ich nicht hasse in der Bronze. Richtig. Guck mal, der hat auch so ein langes Keyboard, ne? Ja. Bewegt sich nur hier. Seine Hände. Bodenlos. Also wirklich, meine ganze Welt zerstört. Ehre komplett genommen. Meine. Aber wir haben jetzt. Jetzt haben wir euch die Musik kaputt gemacht. Jetzt machen wir euch. Jetzt den macht Rest. Dieser Mann euch Yu-Gi-Oh! Kaputt. Ach so, sieht er aus. Okay, cool. Ich freue mich jetzt schon. Es wird super. Let's go. Ich habe keinen Plan, wie das passiert ist. Okay, Leute, da der letzte Teil wirklich extrem gut ankam, machen wir damit doch einfach direkt weiter. Allerdings wird die zweite Staffel etwas dauern, weil ich muss natürlich auch erstmal alle Folgen gucken. Und deswegen gibt es hier quasi eine kleine Zwischenfolge. Wir gucken uns einmal alle Fehler in dem Filler-Teil der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel an. Ja, nicht alles davon ist zwangsweise Filler, ein paar Sachen davon gab es auch im Manga, aber das Ganze zu trennen fand ich dann doch ein bisschen unnötig. Also schauen wir uns doch einmal an, was sich das Anime-Studio aus dem Hintern ziehen konnte.
zu Beginn ich muss ich direkt sagen, denken, was ich da Filler ist. Die Zensur in Yu-Gi-Oh! Einfach manchmal nicht. Seht ihr diese Frau? Kennt ihr die? Quatsch, natürlich nicht. Warum auch? Das ist ja nur eine Frau, die Yugis Großvater aus dem Krankenhaus holt. Könnte halt auch einfach seine Krankenschwester sein. Nur ist die das Mutter. Problem, dass das einfach Yugis Mutter ist. Ja. Das kommt auch nochmal in der späteren Folge vor. Nur wurde das bei uns einfach rausgeschnitten. Ich meine... What? Dieser Mann hat keine Familie, außer seinen Großvater. Ja. Wieso? Das gehört noch gar nicht zum Filler. Die gibt's auch im Manga. Warum hat man die bei unserer Version entfernt? Ich bin die Nummer 1 in Amerika. Bist du nicht ein bisschen die. Jung? Ich bin 8. Rebecca ist fucking 8? Rebecca acht? Ist wie groß acht. Da bitte schön Yugi? Die sind doch beide fast gleich groß. Moment. 1,53? Okay, scheiß mal auf Yugi. Wie groß denn bitte schon Rebecca für ihr Alter? Aber Yugi! Großvater ist erst heute Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er ist noch nicht so richtig fit für ein Duell. Ja, so sieht's aus, Rebecca. Du solltest wissen, wie anstrengend es für kompetitive Duellanten wie uns ist, ein Duell auszutragen. Das ganze Kartenziehen und extra für Turniere nicht duschen zu gehen, ist nichts für zart Beseitete. Oh, dieses Duell ist einfach so lang. Ich rieche diese Szene. Ich rieche sie. So, eben ganz kurz meine Katzen rausschmeißen, weil die schon wieder Blödsinn machen. Ja, genau. Hallo, Katzen. So, und du auch. Bring die mal mit, wir haben hier letztens irgendwo eine Maus gesehen. Schulenverbot. Meine Fresse. Guck mal einmal nicht hin. Hast du mich gehört? Du sollst mal mitbringen. Wir haben ja letztens eine Maus gesehen. Die rennen davor weg. Okay, dann nicht. Langweilig, dass ich mal Yami Bock hatte, es zu spielen und ausnahmsweise mal Yugi ran darf. Gut, dass Yugi dann dieses auch direkt verliert. Ein recht ungewöhnlicher Eröffnungszug. Wieso? 1100 Angriffspunkte ist immer noch besser als die Hälfte aller Karten, die Joeyson spielt. Woher kommt der Kanonensoldat auf der Anzeige her? Rebecca hat doch gerade erst die Hexe gespielt. Im Japanischen war daneben auch nur die Hexe. Rebecca deckt hier einfach ihre Karte auf, nachdem Yugi ein Monster beschworen hat. Yugi hat doch noch gar nichts gemacht. Der hat nie gesagt, dass er ein Monster angreifen soll. Danke, dass du verrätst, was da liegt. Und die soll angeblich der amerikanische Duell-Champion sein. Die 500 Lebenspunkte kassieren die ein. Sie hat doch nur ein Monster mit vielen Verteidigungspunkten gespielt. Bin ich auch ein Genie, weil ich ein Monster mit hohen Werten ablege? Wie soll für Joey ist das schon krass. Für Joey ist das wild. Das Gamebreaker. 400 Angriffspunkte. Auf der Karte steht doch 1400, wie sie auch in echt. Nein. Dass einem das früher nie aufgefallen ist. Papalapap. Es ist bodenlos. Aber bei mir und Rena ist das mittlerweile auch so, wenn wir Serien gucken, die wir zum Beispiel schon selber gesehen haben. Jetzt zum Beispiel ist ja gerade, habe ich ausgesucht, Modern Family. Und dann guckst du sie und dann auf einmal fällt dir so auf, die sind in der Szene im Auto, wo die auf dem Parkplatz sitzen. In der einen Szene sind die angeschnallt, Cut, nicht mehr angeschnallt. Cut, wieder angeschnallt, Cut, nicht mehr angeschnallt. Stehst du so, ja, bitte? Ja. Ja. Und das fällt dir halt so beim normalen Gucken nicht auf. Mhm. Und das Schlimmste, was ich jemals hatte, war bei King of Queens. Da geht es darum, dass Arthur eine DVD-Box über den Bürgerkrieg oder so gewonnen hat. Und die ist in den ersten zwei Szenen ist die so, ich weiß nicht, so groß wie eine DVD-Box halt ist, so ganz klein, sag ich mal, ne? Okay. So, als würdest du so drei Bücher aneinander rein, so. Aha. Zwei Szenen später ist das Ding so, keine Ahnung, ein Meter lang, komplett anders bedruckt. Aber das ist dieselbe Szene, das ist nicht, die gehen raus oder ein Tag vergeht oder so, sondern nein, das steht da, cut, steht da wieder, wäh? Und du denkst dir so, bitte? So krass, wie wenig einem auffällt, das stimmt schon. Ja. Oder in auf diese ganzen Bloopers und so, wie es ja auch beim Gladiator irgendwie, trägt einer so eine Digitaluhr und so, ne? Das fällt dir halt nicht auf. Auch mega geil, bei immer wieder Jim, in der Pilotfolge siehst du, ich glaube, zu 50% Zeit im Hintergrund immer diese Riesengestelle, wo die Fernsehkameras drauf sind. Oh, okay, ja, wild. Naja, gut. Das ist auch sehr, sehr gut, ey. Echt hat. Außerdem kann man dem Effekt von Kanonensoldaten 500 Punkte Schaden zufügen, nicht 400. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Duell von Yugi und Rebecca 1:1 verläuft, wie das von Yugis und Rebeccas Großvater? Ein wahrliches Mysterium. Die Schleuderschildkröte erlaubt es mir, jedes Monster auf meinem Feld zu opfern. Und wenn ich das tue, habe ich das Recht, anschließend die Hälfte der Angriffspunkte meiner geopferten Monster direkt von den Lebenspunkten meines Gegners abzuziehen. Hä? Auf ich einmal hat die Schleuderschildkröte den Effekt, den sie auch in echt hat? Gab wohl diesmal kein großes Schloss für Yugi zu zerstören, um sich was auszudenken. Joey war spontan während des Duells beim Friseur, um sich die Haare zu färben. Chillig. Urteilsbomber ist keine echte Karte. Duel Monsters ist nicht dazu da, dass man seine besten Geschöpfe einfach wegwirft. Jedes Monster hat ganz besondere Fähigkeiten. Och ja, ganz besondere Fähigkeiten. Deswegen wirfst du sie weg. Freundschaft, Herz, ach, geh mir nicht auf Eier. Benutzt die Katapultschildkröte, er wirft sie basically weg.
Und Rebecca hat jede Fähigkeit effektiv genutzt. Dann wirft sie halt ein paar Monster mehr ab, um den Schattenghoul zu stärken. Na und? Ist doch genau das gleiche, wenn Yugi seine Monster mit der Schleuderschildkröte opfert. Was soll diese Heuchelei? Und ihr Großvater hat doch genau das gleiche gemacht. Aber nur weil er seine Monster mit Liebe abgeschlachtet hat, war das okay. Es ist so unglaublich dämlich, dass Yugi das Duell aufgibt, obwohl er gewonnen hätte. Das beim Großvater verstehe ich ja. Er wollte seinen Freund retten und hat aufgegeben, damit er das Wasser bekommt, das sie gespielt haben. Aber Rebecca soll eine Lektion lernen? Welche? Spiel genauso weiter und entweder ist dein Gegner kacke und du gewinnst oder er gibt auf, weil er ein Idiot ist? Der eigentliche Grund für unsere Kooperation mit dem Meister, Entschuldigung, mit Pegasus. Der Typ hat Pegasus gerade Meister genannt. Wie scheiße dumm ist Kaiba, dass der den einfach verzeiht und dann einfach in das virtuelle Spiel geht, was sie für ihn fertiggestellt haben? Wie kann Kaiba... Gehört Multimilliarden-Dollar-Firma, aber ja gut. Ja, ja, die gehört auch ihm. Weil auf so einen Müll reinfallen. Der feuert Leute doch für weniger. Habt ihr mal den Darkseid auf der Menschenfilm gesehen? Das war nee, leider nicht. Pharao. Ich habe ihn nicht wirklich besiegt. Bis doch, hab ich sogar. Wird die Narbe meiner Niederlage weiter in mir brennen. Feuern Sie den Designer dieser Flasche. Kaiba-Produkte dürfen nicht so schnell nachgeben. Ja, verstanden. Gott, ich liebe Kaiba einfach in diesem Film. Wo war der bei den Big Five? Ey, die Big Five müssen gar nicht mehr versuchen, Kaiba gefangen zu halten. Die haben den gerade lebendig gegrillt. Wieso wundert sich Joey über die Zombie-Karten? Der hat doch vor einer Woche oder so selbst noch gegen die gespielt. Und 2 Sekunden bevor er angegriffen hat, hat er doch gesehen, dass sie bereits zurückgekommen sind. Der Typ hat wirklich eine IQ von einem Toastbrot. Ja. Yugi, sieh mal da. Was ist das? Achso, hey, cool, hast du eine Ahnung, was das ist? Du blöder Kackbuhn! Die haben sich okay, gut. Mitgenommen, weil du meintest, du kennst dich so gut in der virtuellen Welt aus und die würden dich brauchen. Du weißt genauso wenig wie die. Ich bin kein Kackbuhn. Buchstäblich, jeder gesprochen. Von euch hat bis jetzt nur Monster eingesetzt, die stärker waren. Ein Tipp von mir. Tut das gleiche nochmal. Ich find's ein bisschen lustig, wie im Deutschen Mai davon redet, dass Joey keine Chance bei ihr hat, aber im Japanischen sich darüber beschwert, dass er ihr keine Beachtung schenkt. Ich bin doch genauso dämlich wie Joey. Wieso bin ich kein Womanizer? Okay, hat einer von euch einen Plan? Ja, wir müssen an den Panzern vorbei. Ja, natürlich. Das liegt doch auf der Hand. Also, verstehe ich das richtig? Kaiba stellt sich Mokuba in Mädchenklamotten vor? Okay. Hey, der Torwächter hat ja endlich seine richtigen Werte. Schade, dass sie es wieder verkacken. Sie kann das alles nicht mehr. Oh, Japaner sind ganz andere Spezies. Und Drachenkrallen nutzen, um ihre Drachen 700 Punkte zu geben, obwohl die Karte nur 600 gibt. Und ja, im letzten Video habe ich gesagt, dass es die Karte nicht gibt. Das war mein Fehler. Das Skript war schon ziemlich alt und zu dem Zeitpunkt gab es die Karte noch nicht. Aber vielen Dank an alle, die mich darauf hingewiesen haben. Für Tipps bin ich immer dankbar. Yo, die Nazca-Linien. Hier wurde bestimmt schon damit Yu-Gi-Oh! 5Ds geteased. Card Games on Airplanes. Schwarze Diesen Namen akzeptiere ich nicht. Warum heult Yugi? Das ist ein Spiel und der Typ hat die Fee vor 5 Minuten getroffen. Ach du Kacke. Wieso sehen die weißen Drachen so aus, als hätten sie einen Schlaganfall? Hallo, mit den ganzen Ultra-Riesenmotten werden wir nie im Leben allein fertig. Das sind die normalen Riesenmotten, nicht die ultimativen. Da oben ist irgendwas. Hello everybody, my name is Markiplier. Hey, seht ihr den 5-Götterdrachen? Coole Karte, oder? Ja, dieses Kackmonster schmeißen die uns noch 2 weiteren Filler-Arcs entgegen. Richtig einfallsreich. Ja, schon scheiße, Kaiba. Erst Yugi zu beleidigen, weil du nicht mit zusammenarbeiten willst, und dann deinen Bruder sterben zu lassen. Hättest du mal dein Ego runtergeschraubt? Digga, dieser Kragen. Ich stecke dir damit die Augen aus. Hilfe! Der Drachenmeister bekommt nur für alle Drachen, die man selbst kontrolliert, 500 Angriffspunkte. Abgesehen von der Karte selbst. Nicht für all die, gespielt wurden. Yugi und Kaiba haben mir verloren. Und wir werden euch auch niemals vergessen. Und genau deswegen werden wir nie wieder ein Wort hierüber verlieren, weil das hier fucking Filler ist. Ich habe wirklich immer gedacht, dass das ganze Dungeon Dice-Gedöns Filler ist, aber nein. Das gibt es normal im Manga. Ändert nichts daran, dass es in der Serie genauso wenig Einfluss auf irgendetwas hat und so schnell vergessen wird wie das echte Boardgame, was davon erschienen ist. Wir öffnen neue Päckchen und stellen ein ganz neues Duel-Monster-Stack zusammen. Das wäre fair, selbst bei deinen hohen Ansprüchen. Was soll daran fair sein? Wenn du nicht mit eigenen Karten spielst, ist es nur noch reine Glückssache. Korrekt, Yugi. Das nennt man ein Kartenspiel. Aber du hast recht. Ja. Zum 10.000. Mal zu topdecken und genau die Karte zu ziehen, ohne die man sonst verloren hätte, erfordert viel mehr Können. Wenn ich gewinne, musst du natürlich... Ja, weil du ja, während die Gegner nicht aufpassen, die ganze Zeit das Deck mischt.
damit Herz die Karte nach oben kommt. Auch genau das machen, was ich will. Und ich will, dass du deinen blöden Laden zumachst. Ich check ja, dass Duke dich nervt. Aber zu verlangen, dass er seinen Laden schließen soll, würde ihn wahrscheinlich in den Ruin treiben mit Unmengen an Schulden. Du erschaffst einen neuen Obdachlosen. Das ist im Hintergrund sind Aufnahmen des Duells von Joey und Yugi gegen die Paradox-Brüder. Wo zur Hölle hat Duke diese Aufnahmen her? Das war kein Turnier, was groß ausgestrahlt wurde. Das fand im Pegasus geheim Sexverlies statt oder was auch immer er das benutzt hat. Duke zerstört doch gerade Joeys Monster. Wieso bekommt er keinen Kampfschaden? Bei Erektionsstörungen, Neradin wirkt unabhängig vom Einnahmezeitpunkt. Na endlich, Gladius. Jetzt kann ich auch ein Monster spielen. Nein, kannst du nicht. Du hast zwar zwei Aufrufwappen gewürfelt, sie haben aber nicht das gleiche Level. Wie zur Hölle hat Duke gesehen, dass Yugi nicht die richtigen Wappen gewürfelt hat? Auf dem Bildschirm werden doch bloß die Kerkergänge der Monster angezeigt. Er hat ein Level 4 Monster aus dem Ärmel geschüttelt, als würde er seit 100 Jahren Dungeon Dice Monster spielen. Oh ja, geil. Er hat 4 Runden lang nichts gehabt und jetzt mit Glück ein Monster beschworen. So unglaublich viel können. Darauf eine Runde Yahtzee, Leute. Okay, der war Winterheitsspieler. Ah, oh, schön. Ich hab 4 Runden nichts gemacht. Yahtzee. Geil. Und als ich fertig war, wusste ich, dass ich etwas ganz Außergewöhnliches geschaffen hatte. Nein, meine, das ist ein sehr schlechtes Spiel. Sehr es schlecht. Es ist kacke, bodenlos. Ja. Das ist wirklich. Eigentlich hast du nur Duel Monsters kopiert. Man zieht jede Runde neue Würfel. Wie die Karten in Duel Monster. Und damit ruft man dann auch die Monster. Man hat Herzpunkte, die wie Lebenspunkte funktionieren. Du hast sogar teilweise die gleichen Monster implementiert. Ich würde das jetzt nicht so als besonders hinstellen, wie Duke es behauptet. In Dungeon Dice Monster gibt's doch Herzpunkte und keine Lebenspunkte. Aber im Spiel gegen Pegasus sieht man genau das Gegenteil. Also war das ursprünglich bestimmt noch mehr geklaut. Und nach dem Spiel wollte Pegasus bestimmt, dass er zumindest nicht das gleiche Lebenssystem benutzt, damit die Kopie nicht so stark auffällt. Was soll es überhaupt beweisen, wenn Yugi in Dungeon Dice Monster verliert? Da müsste ja jeder sehen, dass er in Duel Monsters geschummelt hat, um Pegasus zu besiegen. In Smash macht mich auch jeder fertig. Aber in einer knackigen Runde Digimon Rumble Arena trete ich euch safe in den Arsch. Jetzt rauben sie mir nicht nur die Digimon Rumble Arena. What the fuck? Yugi ist dein Enkel, nicht dein Neffe. Ich sollte dir wirklich dankbar sein, dass du dem schwarzen Magier in diesem Spiel genau dieselben Fähigkeiten gegeben hast wie in Duel Monsters. Aber der schwarze Magier ist nur ein normales Monster ohne Effekte. Es gibt genug Platz für 2 Spieleläden in der Stadt. Ich habe das dumme Gefühl, sobald Dungeon Dice Monsters rauskommt, werdet ihr mehr Kunden haben, als euch lieb ist. Nein. 3 verkaufte Exemplare. Weltweit. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.